Also Monopol, entscheidend erstmal, man kann den Preis setzen. Und wir stellen uns ein Monopol vor. Ich versuche jetzt mal ein bisschen sauberer zu zeichnen. Welches zur Vereinfachung, und so wird es dann auch im Studium eigentlich immer sein, sich einer fallenden Nachfragekurve gegenüber sieht. Wir behalten im Hinterkopf, dass die Ökonomen immer die Achsen vertauschen von Preis und Menge, also eigentlich hier die inverse Nachfragekurve oder auch die Preisabsatzfunktion, also P als Funktion von Q. Und das ist ja jetzt keine besonders abstruse Annahme, dass man jetzt annimmt, dass ein Monopolist hier jetzt weiß, ungefähr durch Marktforschung, ja, wenn ich mit dem Preis irgendwie runtergehen würde, dann könnte ich so und so viel mehr verkaufen. Wir haben es nur zur Vereinfachung hier linear dargestellt. Also als Apple eben hier zum ersten Mal das iPhone auf den Markt gebracht war und dann könnte man sagen, ist so eine Art Monopolist, denn richtig enge Substitute gab es nicht. Dann hat man so eine Vorstellung gehabt, oh Gott, wenn wir den Preis jetzt hier so ganz hoch setzen, hier oben, da kaufen nur ein paar Idioten, ja, bei vielen tausend Dollar, und, aber wenn wir dann mit dem Preis runtergehen, dann kaufen mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja? Zusätzlich kennt man natürlich seine Produktionskosten und wir nehmen wieder steigende Grenzkosten an. Und vielleicht zeichnen wir auch ein zunächst fallende und dann steigende Durchschnittskosten. Ja? Und dieses war eben hier unsere Preisabsatzfunktion. Ich versuche das. Okay. So, mehr weiß der Monopolist nicht. Und jetzt soll man eben hier irgendwie den optimalen Preis und die optimale Menge setzen, also den Gewinn maximieren. Und das ist anscheinend eine schwierige Sache, denn jedes Mal, wenn wir mit dem Preis runtergehen, das Grunddilemma war ja, da sind zwar welche bereit, das sind die Apple-Fans hier, viele tausend Dollar zu bezahlen, aber dann kann ich ja nur so wenig verkaufen. Und wenn ich jetzt runtergehe im Preis, kann ich zwar an sehr viele verkaufen, aber dann kriege ich diesen niedrigen Preis von allen. Auch die mit den riesigen Zahlungsbereitschaften, die zahlen dann auch nur diesen geringen Preis. Was will ich maximieren? Den Gewinn. Was ist denn der Gewinn? Also, das ist immer das Ziel. Maximiere den Gewinn. Ja? So, was ist der Gewinn? Der ist Erlös minus Kosten. Wo hat man wahrscheinlich den maximalen Gewinn? Erlös soll relativ hoch und die Kosten dazu gering sein. Aber wir haben schon gelernt, in Grenzerträgen zu denken. Versuchen wir die Logik, die wir hier angewendet haben, nochmal anzuwenden. Also, warum war es die optimale Menge bei vollkommener Konkurrenz? Weil genau hier der Grenzertrag, in diesem Fall eben der Preis, den Grenzkosten entsprochen hat. Ja? Das, was ich für die letzte Einheit kriege, Grenzertrag, in diesem Fall Preis, ist genauso hoch wie meine Kosten für die letzte produzierte Einheit. Vorher, solange die Kosten noch geringer sind, werde ich weiter produzieren. Wenn die noch ein kleines bisschen niedriger sind als das, was ich kriege, werde ich weiter produzieren. Die gleiche Logik gilt auch hier. Ja, ohne dass ich jetzt die Gewinnfunktion komplett hinschreibe und wir suchen Maximum und ableiten, ja, Null setzen und das Ganze. Erstmal sich klar machen, was hier eigentlich passiert. Also es sollte hieraus schon klar werden, wenn wir in, wir suchen das ja, wir suchen die Menge, Y, ja, bei der gerade der Grenzerlös sozusagen noch minimal höher ist als die Grenzkosten. Ja? Beziehungsweise dann gleich. Ja, die Grenzkosten steigen, der Grenzerlös geht zurück. Warum zeige ich euch gleich? Quatsch.
Doch der Grenzerlös geht zurück, die Grenzkosten steigen, wie wir sehen. Also wir suchen den Punkt, wo der Grenzerlös gerade genauso groß ist oder minimal höher. Also das Optimum maximaler Gewinn hätten wir wohl da, wo Grenzerlös, Marginal Revenue, ist gleich Grenzkosten. Ja, das suchen wir. Dieser Marginal Revenue bei der vollkommenen Konkurrenz war super einfach. Was kriege ich für die letzte produzierte Einheit? Ja, einfach den Preis, den du halt kriegst, wenn du es an die Börse bringst in Chicago. Ja? So, was kriegt der Monopolist? Das ist nicht so einfach, der Erlös. Denn der Erlös ist ja Preis mal Menge. Aber der Preis ist doch auch abhängig von der Menge, Preis-Absatzfunktion. Also wenn ich mit dem Preis runtergehe, kann ich die und die Menge verkaufen. Das steht hier. Ja, das ist die Preis-Absatzfunktion. Wenn ich jetzt hier bin, beispielsweise, dann kann ich eben hier diese Menge verkaufen. Aber ich habe Erlös ist Preis in Abhängigkeit der Menge mal die sich dann ergebende Menge. Ja, also schreiben wir das vielleicht mal hin. Wir wollen zu Grenzerlös. Wir sind bei Erlös. Also, was ist eigentlich dieser Erlös? Erlös ist Preis, allerdings in Abhängigkeit der Menge, das war unsere Preisabsatzfunktion, nochmal der Menge. Ja? Was ist Preis in Abhängigkeit der Menge? Das hier oben, unsere Preisabsatzfunktion, diese Funktion, wie sie auch immer heißen mag, und der Vereinfachung halber ist sie dann glücklicherweise erstmal immer linear. Also Preis in Abhängigkeit der Menge ist eben hier unsere Preisabsatzfunktion, P in Abhängigkeit von Q. Okay. Also, ich nenne jetzt mal den Erlös, weil wir hier auch ja schon Marginal Revenue hatten, nenne ich mal den Erlös wie im Englischen R, Revenue. Ja, ich schreibe das jetzt nur um. Jetzt haben wir ja unsere Erlösfunktion und der Erlös bzw. Revenue ist einfach die Preisabsatzfunktion, P in Abhängigkeit von Q, wie sie auch heißen mag, mal der Menge Q, der sich dann ergebenden oder dieser Preis, der sich durch diese Menge ergibt, mal eben dieser Menge, die diesen Preis herbeigeführt hat. Ja? Also das ist unsere Erlösfunktion. Wir suchen aber die Grenzerlösfunktion. So, und wenn wir die Grenzerlösfunktion suchen, müssen wir einfach nur nach Q ableiten. Also für die letzte Einheit Q, ja, also nach Q ableiten, dann weiß ich, wie hoch der Grenzerlös ist. Der Erlös für die letzte produzierte Einheit. So, das suchen wir, Grenzerlös, ne? Marginal Revenue. Und das setzen wir dann den Grenzkosten gleich. So, diesen Grenzerlös, wie finde ich den? Jetzt kommt praktisch ein Merksatz. Ein paar von euch werden es schon gemerkt haben, warum es so ist. Also diese Preisabsatzfunktion, die sieht ja linear aus. Also die fängt irgendwo an und dann geht es mit irgendeiner Steigung mal Q runter. Ja? Und dieses Lineare, das nehme ich jetzt noch mal Q. Und wenn ich das ableite, dann leite ich halt Q Quadrat ab und dann kommt die 2 nach vorne. Was ich eben gesagt habe, ist wahrscheinlich relativ unverständlich, aber jetzt erstmal der Merksatz dazu. Also wenn die, ich kürze ab, Preisabsatzfunktion linear ist, dann hat die Grenzerlösfunktion erstmal den gleichen Achsenabschnitt. Ja, die fängt in der Achse am gleichen Wert an, aber vor allem
einfach die doppelte, auch negative Steigung. Also es ist genau die gleiche Funktion wie die Preisabsatzfunktion, nur mit der doppelten Steigung. Ja? Die doppelte, auch negative Steigung. So, warum ist das Ganze so? Weil, also, wir hatten ja gesagt, eine lineare, und das wird meistens so sein, eine lineare Preisabsatzfunktion hat eben folgende Form. Also, die muss irgendwo bei irgendeinem Wert anfangen, p in Abhängigkeit von q, die muss irgendwo anfangen, ist gleich a minus b mal q. Ja? So muss das Ding aussehen. Also wenn wir uns das nochmal hinmalen, p und q, also irgendwo muss es anfangen, bei irgendeinem Wert, nennen wir ihn a. Und dann, um hier mehr q zu kriegen, sozusagen, geht dieser Anfangswert a mit der Steigung b zurück. Steigung minus b. Ja? Also so viel könnte man im Extrem an Preis verlangen. Und wenn man dann mehr verkaufen will, muss man hier mit diesem Preis in dem Maße, wie eben die Steigung ist, minus b zurückgehen. So, diese lineare Form unserer Preisabsatzfunktion, ja, dieses Ding, das kann ich einsetzen in unsere Erlösfunktion. Und Erlösfunktion, die war ja schlicht, ich schreibe jetzt mal in Abhängigkeit von Q, also Revenue in Abhängigkeit von Q, das war ja schlicht die Preisabsatzfunktion, das da oben, ja, mal Q. Jetzt setze ich das aber ein, dieses Lineare, und dann habe ich A minus B mal Q mal Q. So einfach sieht unsere Erlösfunktion dann komplett aus. Ja? Gut. Jetzt will ich aber den Grenzerlös haben. Und ihr seht schon, wenn man das ableitet, irgendwie, da ist ein Q, wenn nach dem Ausmultiplizieren und da ist ein Q-Quadrat. Aber vielleicht sollten wir erst nochmal ausmultiplizieren, ist a mal q minus b mal q Quadrat. Ja, ist auch weiterhin meine Erlösfunktion. Und wenn ich das jetzt ableite, um den Grenzerlös zu kriegen, also r' von q für das letzte oder für Änderungen von q oder minimale Änderungen von q, wie ändert sich der Erlös? Und dann seht ihr, das ist dann hier a minus 2 mal b mal q. Ja, also diese 2 kommt einfach wieder runter. Und das ist mein Grenzerlös. Was ich haben wollte, also der Marginal Revenue. So, entscheidend war hier, das könnt ihr euch auch den Satz merken, wir haben einfach die doppelte Steigung. Ja? So wie wir oben gesagt haben, ganz kurz, ich muss zurückgehen. Also, wenn die Preisabsatzfunktion linear ist, dann hat die Grenzerlösfunktion, die sieht immer genauso aus, hat einfach nur die doppelte negative oder auch negative Steigung. Warum ist das Ganze so? Ja, eine Preisabsatzfunktion, die linear ist, muss so aussehen. A minus B mal Q. Unsere Erlösfunktion ist aber Preisabsatzfunktion mal Q. So, wenn ich das hier rein multipliziere und danach nach Q ableite, fällt es hier wieder weg. Aber da war praktisch Q mal Q, Q Quadrat. Also kommt
diese zwei nach vorne und wir haben dann hier auch die doppelte Steigung. Okay? Wichtig ist, dass man sich zumindest diesen Satz merkt. Okay. So, jetzt Mini. Nee, zunächst. Marginal Revenue, wir sind noch nicht am Ende. Den haben wir gebraucht, weil wir gesagt haben, der Gewinn wird dort maximal sein, wo der Grenzerlös, der Erlös für die letzte produzierte Einheit noch minimal größer ist, beziehungsweise genauso groß wie die Grenzkosten. Die Grenzkosten steigen. Jetzt wissen wir auch, wie hoch der Grenzerlös ist. Er sieht genauso aus wie die Preisabsatzfunktion, einfach nur doppelte negative Steigung. Also gehe ich hier genau in die Mitte und zeichne die Grenzerlösfunktion ein. Marginal Revenue. So, wo ist jetzt das Optimum hier für das Monopol? Ja, dort, wo der Grenzerlös gleich den Grenzkosten ist. Also genau hier. Warum eigentlich? Würde ich weniger produzieren, wären die Kosten für die letzte produzierte Einheit ja noch geringer als das, was ich für die letzte produzierte Einheit kriege, sprich Grenzerlös. Also produziere ich weiter. Ich kann weiterhin Gewinn machen. Erst ab dieser Menge, ab diesem Punkt, ja, also Q Stern, optimale Menge, um den Gewinn zu maximieren. Erst ab dieser Menge sind die Grenzkosten höher als der Grenzerlös. Also die letzte produzierte Einheit kostet etwas mehr, als ich Erlös oder als ich für die letzte produzierte Einheit kriege. So, aus dem Grunde ist das hier die optimale Menge. Wie hoch ist jetzt der optimale Preis? Ja, zu welchem Preis kann ich genau diese Menge verkaufen? Ja, das gibt uns die Preisabsatzfunktion eben vor. Die Preisabsatzfunktion sagt ja, diese Menge zu diesem Preis. Ja? Also hätten wir den optimalen Monopolpreis hier oben. P Stern. So, wie hoch ist jetzt der Gewinn, den wir gerade maximiert haben? Was muss man abziehen? Man muss die Kosten abziehen. Was sind die Kosten für diese Menge? Ja, die Kosten pro Stück für diese Menge, also die Stückkosten für diese Menge hier. Dann würde ich diese Kosten abziehen und wie hoch ist dann der Gewinn, der übrig bleibt? Ich kriege ja pro Mengeneinheit diesen Preis für alle Stücke, also hier diesen Preis jedes Mal für jedes Stück und eben was von diesem insgesamt erwirtschafteten Erlös, ja, weil ich für jedes Stück diesen Preis bekomme, über den Kosten liegt, das wäre dann mein Gewinn. Und sollte klar sein, dass Gewinn plus Kosten ist gleich insgesamt, ja, ist gleich Erlös oder Umsatz. Ja? Gewinn plus Kosten ist insgesamt der Erlös. Was haben wir maximiert? Den Gewinn. Wie? Über diese Bedingung. Und daran erinnern sollten wir uns, dass dieses Marginal Revenue ist gleich Grenzkosten auch bei vollkommener Konkurrenz gilt. Mit der Vereinfachung, dass bei vollkommener Konkurrenz eben dieser Marginal Revenue, der Grenzerlös, einfach dem Preis entspricht. Okay. Mit diesem Merksatz seid ihr schon mal sehr gut aufgehoben. Wir machen mal eine sehr leichte Beispielaufgabe. Dauert auch nur 2 Minuten. Also, Beispielaufgabe zum Monopol.